Hey und schönen guten Morgen. Ich bin's wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank. Aber dank meines Wunderheilers geht's mir schon wieder einigermaßen gut. Der Kopf macht noch ein bisschen Probleme. Die Stimme ist irgendwie noch beschlagen. Also ich muss mal gerade gucken, was haben wir denn noch? Wir haben noch ordentlich Marmor, wir haben noch ein bisschen Holz. Ach, wir wollten uns Gedanken um die Decke machen, genau. Ich würde einfach sagen, wir nehmen wieder hier diesen weißen Putz irgendwie, den wir in die Decke einziehen. Genau, dank der Wunderheilung oder Wundermedikamente geht's meinem Hals schon wieder wesentlich besser. Der Hustenreiz kann unterdrückt werden und die Nebenhöhlen sind frei. Bleibt nur noch ein leichtes Niedergeschlagenheit. So, für die Decke vielleicht so ein grober Putz. Das ist eher was für die Wand, so ein grober Wandputz. Das ist das, was wir damals für den Balkon genommen hatten. Aber vielleicht können wir den mal benutzen. Ich mach mal 1, 2, 3. Ich mach mal so 4 Stacks davon. Entschuldigung. Das ist, das wird uns wahrscheinlich den Tag über verfolgen. Diese leichten Hüsterchen. Aber das kriegen wir schon geregelt. Ah, wir brauchen noch von diesem Putz etwas. Genau. Und hier, alle 2 Tage kann man die Schafe scheren. Das ist natürlich. Haben wir das auch schon mal rausgefunden. Alle 2 Tage sind die Schafe wieder bewachsen. Haben wir noch Steine? Wir haben keine Steine mehr. Oh je. Haben wir hier noch Steine? Habe ich schon wieder alle Steine aufgebraucht? Das kann ja nicht wahr sein. Hoffentlich reichen diese 31 Stück. Ansonsten müssten wir noch mal kurz in die Mine runter ein paar Steine holen, aber nicht viele. Mal gucken, wie weit wir hiermit kommen. Das brauchen wir erstmal nicht. Ach nein, die brauchten wir ja gar nicht, oder? Moment, hier kommt doch die Decke rein. Und wir müssen hier noch die Erde draufpacken. Jetzt bin ich wieder dabei. Okay, wir ziehen hier auf diese Ebene, ziehen wir jetzt nämlich unseren Putz. 1, 2, 3, 4 Stück haben wir davon. Genau. Jetzt kommen wir vorwärts. Na, wenn es denn ginge. Achso, das Deck ist schon wieder leer. Okay, kein Problem. Oh je. Oh je, ich muss mal niesen. Oh. Wenn das so in der Nase kitzelt, das kennt ihr ja bestimmt, ne? Oh. Ah, jetzt ist es auch wieder besser. Ja. So, ich fürchte nur, dass diese 4 Stacks, die wir gemacht haben, definitiv nicht reichen werden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal kurz in die Mine. Um ein paar Steine für die Decke noch zu holen. Dabei hatte ich doch extra schon so viel vorgearbeitet. Es hat alles nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. So.
Dann holen wir uns noch ein paar. An Steinen ist hier ranzukommen. Das ist ja kein Problem. Machen wir hier das Licht an. Und bauen wir hier ein bisschen aus dem Berg ab. Ja, wir warten eigentlich immer noch auf das Update. Ich finde es mittlerweile echt ein bisschen nervig sogar schon, dass die vor, ich weiß gar nicht, 4 Wochen oder sowas mit dem Update das angekündigt haben. Und dass es immer noch nicht raus ist so. Und dass es auch keinerlei Kommentare dazu gibt, finde ich auch ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie, dass man sagt, okay, wir haben noch ein paar Probleme. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Das klappt bei anderen Alpha-Spielen ein bisschen besser. Aber gut, sei es drum. Wir fiebern weiter dem Update entgegen und hoffen, und beziehungsweise sind uns sicher, dass das bestimmt der Knaller wird. Ich hatte ja schon ein bisschen die Sorge, dass es jetzt in meinem Urlaub rauskommt und ich gar nicht am ersten Tag dabei sein kann. Aber wir warten. Wir warten und warten und warten und warten. Und harren der Dinge, die da kommen. Habt ihr vielleicht schon Informationen oder sowas, wie es dann aussehen soll? Also es soll ja Dungeons geben. Und auch Unterwasserwelten irgendwie. Das ist so eine Unterwasser... ja... Welten quasi gibt, die man erforschen kann. Bis jetzt ist es ja so, dass man gar keine Unterwasseranzeige hat. Das heißt, wenn ich jetzt mich unter Wasser befinde, wird mir gar keine Sauerstoffanzeige oder sowas angezeigt. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch unter Wasser bleiben kann. Und oh, da ist noch ein bisschen Kohle, die nehmen wir mit. Und das hier ist unser Schlund in die Hölle. Das heißt, da ist der Weg, der nachher quasi in den Erdkern führt, der dann zu dieser steilen Treppe oder zu dieser steilen Leiter führt. Das heißt, wir bauen jetzt hier quasi den ganzen oberen Teil noch ab. Genau, was ich sagen wollte ist, falls ihr Ideen habt oder falls ihr Vorstellungen habt oder schon wisst, vielleicht habt ihr aus was weiß ich für welchen Quellen schon Informationen darüber, dann würde mich das mal interessieren. Außerdem wollten wir auch gelegentlich mal über das sprechen, was ich sonst noch so weiß, was passieren soll. Momentan ist es die Welt nicht unendlich groß. Sie ist zwar sehr groß, wie die Entwickler sagen. Wie groß, weiß ich gar nicht. Aber natürlich soll diese Welt von Rising World auch unendlich groß werden. Wie groß sie zurzeit ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber sie soll unendlich groß werden, das steht fest. Was haltet ihr von diesen riesengroßen Spielwelten? Ich finde es eigentlich total cool, irgendwie zu wissen, okay, man kann unendlich weit in eine Richtung gehen. Nur wird man nie unendlich weit in eine Richtung gehen können, weil meine Zeit auf dieser Welt ist ja endlich. Warum sollte ich dann unendlich weit laufen können? Wenn ihr wisst, was ich meine. Und, ja, genau. Dazu würde mich eure Meinung auf jeden Fall auch mal interessieren. Joa. Außerdem müssen wir hier noch ein paar Steinchen holen. Ist das noch ein bisschen Eisenerz? Wir haben erschreckend wenig Eisenerz in letzter Zeit gefunden. Und das sieht mir doch mal wieder nach Eisenerz aus. Von daher nehme ich noch mal ein bisschen was von dem mit. Denn ich glaube, oder ist das Kupfer? Nein, das ist Kupfer. Kupfer brauchen wir nicht. Ich habe eigentlich noch gar keine richtige Ahnung, was ich mit Kupfer machen kann. Es gibt, glaube ich, nur irgendwie so 2, 3 Sachen. Ja. Außerdem würde ich heute gerne auch noch ein zweites Spiel anfangen. Und zwar heißt das Planet Explorers. Das wollte ich eigentlich gestern schon machen. Da ist mir aber leider mein Rechner abgestürzt. Und dann habe ich gedacht, ach komm, aus Kopfschmerzen, leg dich hin.
Ich werde das heute mal probieren, das anzufangen. Das ist auch ein auf Voxel basierendes Spiel. Das ist bereits in der Beta-Phase. Planet Explorers heißt das. Findet ihr nachher ein Video zu. Würde mich freuen, wenn, wenn ihr euch das auch einmal anschauen würdet. Und mir dann sagt, wie ihr das findet. Da gibt es einen Story-Modus und einen sogenannten Abenteuer-Modus. Bei dem Abenteuer-Modus ist man relativ frei. Beim Story-Modus gibt es halt einen Plot, den man verfolgen kann. Und die so ein bisschen die Geschichte hinter dem Spiel erklärt. Ich würde aber zum Anfang erstmal den Abenteuer-Modus anspielen. Und euch dann entscheiden lassen, nachdem wir das Spiel so vielleicht 3-4 Folgen lang geguckt haben, ob wir das mal auch die Questreihe verfolgen. Das ist allerdings nur in Englisch. Oder ich glaube, in Chinesisch kann man es auch spielen. Aber Chinesisch bringt uns, glaube ich, überhaupt nicht weiter. Und damit ich nicht immer so viel übersetzen muss, beziehungsweise damit es nicht so langweilig ist, würde ich halt den Abenteuermodus am Anfang spielen. Weil da braucht man nicht ganz so viel Englisch und dann muss ich nicht so viel vorlesen. Und dann merkt ihr auch nicht, wie schlecht ich eigentlich Englisch kann. Genau. Weil ich habe ja momentan noch etwas Zeit. Ich bin ja jetzt quasi auch noch im Urlaub, beziehungsweise auch krankgeschrieben. Von daher könnten wir mal gucken, wie sich so ein zweites Spiel quasi noch macht. So, ja, wie gesagt, es ist auch voxelbasiert und demnach ähnlich wie dieses. Hat keine ganz so schöne Grafik, ist halt auch schon etwas länger in der Entwicklung. Hat jetzt vor, ich weiß nicht, 3-4 Wochen die Beta-Phase erreicht. Und genau, das gibt es nachher auch noch hier bei mir auf dem Channel. Schaut ihr einfach mal rein. Würde mich freuen. So, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit nur hier unter der Erde sitzen, würde ich mal den Weg wieder zurückgehen. Hüpf. Ja, das Atmen fällt mir manchmal noch ein bisschen schwer. Ich bin etwas kurzatmig. Aber das Sprechen funktioniert schon wieder einigermaßen. Von daher alles im grünen Bereich. So, Licht aus. Hüpf. Hüpf. So. Ah, da haben wir noch Kohle. Und den ganzen Kram müssen wir erstmal hier in die... Ach, wir haben doch eine ganze Menge Eisenerz. Was rede ich denn? Jede Menge Eisenerz. So, jetzt brauchen wir das nicht. Welchen Putz hatten wir genommen? Den, oder? Hatten wir den genommen? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben keinen mehr. Ja, shit happens. Jetzt müssen wir einmal zu so einem kleinen Häuschen rüberrennen und gucken, welchen Putz wir da benutzt haben. Hm. 148. Okay. So, dann rennen wir wieder zurück. Lalalalalala. Und brauchen die 146. Ach, wir hätten diesen grauen genommen, ne? Genau. Oje. Immer noch zu wenig. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich glaube, da muss ich irgendwie nachher, vor der nächsten Folge, nochmal fix ein wenig runter in den Keller rennen und noch mehr Steine kloppen. Ich fürchte, dass das wieder einmal nicht reichen wird. So, na. Ja.
Ich müsste vielleicht was erzählen. Es fällt mir nur gerade etwas schwer. Weil ich auch gar nicht weiß im Moment so richtig, was ich erzählen will. Es ist halt nicht immer alles ganz leicht, wenn man so ein bisschen kränkelt. Hätte vielleicht eine Marmordecke besser gepasst? Nein, oder? Also wahrscheinlich vielleicht, aber halt, wenn ich jetzt dort, dann habe ich da einen ganzen Klotz. Das heißt, hier muss theoretisch noch eine Decke hin. Und eine Treppe, eine Decke. Dort muss eine Treppe hin. Haben wir noch eine Treppe eigentlich? Ah, die habe ich wenn? Ach nein, hier. Hier haben wir noch. Hier haben wir noch Treppen. So. Und was dann hier auch noch hin muss, wäre jetzt der Fußboden. Hier müsste dann auch der Fußboden hin. Und, okay. Wir brauchen im Prinzip auch noch eine weitere Ebene Erde. Weil jetzt haben wir ja die Ebene für die Decke und dann brauchen wir die Fußbodenebene, die ja auch noch quasi damit oben drauf muss. Und das heißt, wir brauchen ganz, 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 ganz viel Erde. Dann hatte ich da oben viel zu viel Erde weggenommen. Dann bauen wir das einfach mal eben wieder hin. So. Öpf, komm, geh da hoch. Genau, weil hier kommt ja jetzt nochmal die... So hoch wäre das normal halt. Aber wir müssen da ja noch eine ganze Etage... Also nicht eine ganze Etage, sondern... na, ihr wisst schon, da kommt ja gleich noch hier, ne? Der Fußboden obendrauf. Deswegen müsste das jetzt alles so hoch sein. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Nein, sehe ich nicht falsch. Ich sehe grundsätzlich nie irgendwas falsch. Ist das so, oder? Mache ich nicht. So, so, so. Und jetzt da nicht runterfallen, das wäre auch noch ganz hilfreich. Okay. Ich würde gerne, wirklich gerne irgendwas Witziges sagen oder sowas, aber ich fühle mich heute einfach nicht nach Späßen. Wird heute halt eine etwas ruhigere Folge. Das muss ja jetzt auch nicht jedes Mal so extrem entertaining sein. Na. Viele von euch werden jetzt sagen, ah Mensch, wenn es dir nicht gut geht, warum machst du das denn überhaupt? Ja, weil mir ganz extrem langweilig ist. Ich kann nicht den ganzen Tag nur im Bett liegen und mich schonen, weil im Bett ist mir langweilig. Ist einfach so. Und Fernsehen ist irgendwie auch langweilig. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach doch was Spannendes. Mach nochmal juste eine kleine Folge Rising World. Aufpassen, dass ich... Ich glaube, da kann ich gar nicht so tief runterfallen. Ja, das ist nicht so schlimm, wenn das so ein bisschen schief wird. Wir müssen das eh alles, glaube ich, nochmal ins Hochsetzen. Also auch später nochmal nacharbeiten und so.
Man kann nachher auch, glaube ich, viel mit der Hake machen. Dass man da noch Erde aufträgt. Geht, meine ich, auch mit der Hake. So. Okay, es nimmt ja langsam Form an. Nee, so nicht. Also irgendwie verstehe ich das manchmal nicht. Na, jetzt hängt er wieder oben in der Luft. Lust, es zu hoch zu machen, es dann nachher wieder alles umplanieren zu müssen. Deswegen jetzt lieber einmal kurz ein bisschen konzentrieren und dann sind wir auch gleich viel schneller fertig. So, ach ja, was ich vielleicht noch erzählen möchte, bei diesem Planet Explorers, wenn ihr das nachher einschaltet, da ist das mit diesen ganzen Crafting-Geschichten so, dass man sich quasi alle Gegenstände, die man in der Welt braucht, also bis jetzt noch nicht alle, sind halt noch nicht, ist halt auch noch in der Entwicklung das Spiel, aber man kann sich eigene Schwerter bauen über so ein spezielles Tool, man kann Fahrzeuge bauen, also Motorräder, Autos, Schiffe, Flugzeuge, weiß der Geier was. Und man hat dafür so ein Creation-Tool irgendwie. Und das wollen wir uns natürlich dann irgendwann auch angucken. Wenn ich das irgendwann vielleicht mal verstanden habe. Ich habe das irgendwann mal gemacht. Aber das ist schon ein paar Tage her. Das heißt, ich werde jetzt nicht sofort wieder reinfinden. Weil es ist, ja, es ist nicht schwer, es ist aber umfangreich und man muss einfach wissen, wo die Knöpfe sind. Und dann kann man ja auch mal eigene Fahrzeuge und sowas erstellen. Das heißt, man hat so ein paar vorgegebene Teile, sowas wie Reifen und Kufen und also ein kleiner Radatsch. Und später kann man dann halt aus dem Material, das man in der Welt abbaut, da gibt es auch eine ganze Menge unterschiedliche Materialien, wie das übliche halt, Eisen, Holz, Kohle, Gold und ach, was weiß ich, was alles. Der muss weg. Warum ist der da überhaupt drin? Ist hier irgendwas durch die Decke gewachsen von dem Zeug, was wir gerade gebaut haben? Nein. Okay. So. Gut, weil ich jetzt wieder in die Mine runter muss, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Irgendwie ein, zwei Minuten früher. Ist ja nicht so tragisch. Ich werde mich jetzt noch mal eine Stunde in die Mine begeben und Steine kloppen für euch, damit wir in der nächsten Folge hier weiterbauen können. Und dann gibt es ja nachher auch noch das Video zu Planet Explorers. Würde mich freuen, wenn ihr dort auch einschaltet. Wie weit wir diese Serie bauen, müssen wir mal schauen. Ich habe im Moment ein bisschen Lust drauf. Und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck und dann sehen wir uns demnächst hier an selber Stelle wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.